Moin, herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Let's Play LS17 auf der nordfriesischen Marshmap 3.1 ohne Gräben. Wir sind am Kartoffelernten. Ich weiß nicht, diese Kartoffelroder und Rübenroder, die haben ja wohl so mit allen Helfern irgendwie so ihre Schwierigkeiten. Ich weiß noch nicht, was da die beste Möglichkeit ist, das zu machen. Ich habe jetzt hier habe ich einen Cosplay-Helfer laufen. Mal gucken. Wie es denn, wie das so wird. So. Schön, dass ich Fruchtumfahrung aktiviert habe. Macht er ja auch. Fährt ja die ganze Früchte um. Ich wusste nicht, dass das mit der Fruchtumfahrung so gemeint ist. Da ist hier noch der Abstand eingestellt. Achso. Toll. Kann man den auch automatisch einstellen? Ah, ersten Punkt gerade anfahren, kann man da unten sagen. Das ist ja cool. So eine neue Funktion, da habe ich vorhin noch ein Tutorial vom Experience gesehen. Wo er davon sprach, ich habe Trailer Assist drin. Dann kann ich da nicht wirklich lenken. Da sprach er von dieser Funktion. Jetzt sehe ich sie. Das ist ja nicht so verkehrt, ne? So, komm, mach dich mal leer. Alter. Ich muss aber auch gleich sagen, er muss nicht schon bei 50% los. Das reicht auch bei 80. 75. Jo, der ist leer. Genau. Genau das habe ich von dir erwartet. Mann, 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 so. Hey. Nerv. Nerv, nerv. Er macht hier wieder sein Ballett. Machen. Wichtig ist mir ja nur, dass es funktioniert. So, soll ich mir jetzt noch den großen Terrados kaufen, der nicht so oft abgetankt werden muss? Aber eigentlich dafür, dann macht eigentlich auch keinen Sinn, ne? Kaufen auf jeden Fall jetzt noch einen Terrados. Zwar einmal den Kartoffelernter natürlich. Schauen mal. Ja, der hängt hier jetzt, den kriege ich jetzt hier auch so schnell nicht raus. Egal.
Sprit sparen können wir ja trotzdem, ne? Ich habe noch so viel vor, das ist unglaublich. Da steht da der Neue. Brandneu. Wie geil. Und erstmal voll gegen die Wand gesetzt. Gerade 400.000 Euro für so ein Gerät ausgegeben. Bin erstmal stumpf vor die Wand fahren. So. Da drüben ist ja auch direkt mein Kartoffelacker. Was ich jetzt hier einfach mal mit AI Vehicle ausprobieren soll. Was meint ihr? So. Hier nimmt ja gar keinen Helfer, oder wie? Habe ich keine Helfer mehr? Warte mal, ha. Na gut. Machen wir es anders. Feldarbeit. Was ist denn das hier? Feld 2 ist das, ne? 18. Vorgewende. Auf dem Feld ist aktiviert. Ja, ja. Ja, dann machen wir. Ja, wie viel hat er hier jetzt? 51%, das heißt, er müsste da eigentlich auch gleich mal. Ihm jetzt mal hier den richtigen Dash anzubohren, ne? So, ja klar, der ist ja auch auf 75 Meter. 75% eingestellt, alles gut. Silo. Wo sind die Punkte?
Ja, was ist denn jetzt welcher? Achso. Das passt auf jeden Fall. Das machen wir. 75%. Das ist aber auch echt witzig. Achso, er will abtanken. Deshalb steht er. Kommt wenigstens Ertrag raus. So. Nicht so wie beim Raps. Ja, stell dich in den Weg, los. Fahr voll da rein. Nee, was stimmt mit dem nicht? So, warum fährt der Holmer nicht weiter? Nee, komm. Scheiß Boss. Scheiß Trailer Assist raus. Brauche ich nicht. Kann auch so nicht rückwärts fahren, alleine. Hab ich keinen Bock drauf. Es läuft alles andere als rund. Diese Rüben- und Kartoffelernte macht eigentlich, glaube ich, nur richtig Spaß, wenn du mit dem Lehrer im Spielraum bist. Ich glaube, sonst kann das ganz schön zum Krampf ausarten. Du mal weg. Geh uns mal hier nicht auf die Nerven. Lass den Holmer mal schön seine Arbeit machen. Ob er seine Arbeit macht oder nicht, sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. War jetzt nicht so spannend, nicht so von Erfolg gekrönt und irgendwie bleiben die immer stehen, die blöden, dämlichen Holmers. Ja, wobei der da unten scheint sich jetzt zu bewegen. Können wir ja nochmal eben blicken werden. Ja. Der fährt. Ja, schon mal zumindest etwas. Schon mal nicht so verkehrt. Alles klar. Dann bedanke ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat,
Hinterlasst mir ein Like, gebt mir einen Kommentar, abonniert mich. Wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, würde mich das noch mehr freuen. In diesem Sinne, ciao.